Ecke, die kann ich innen und auswendig, jede einzelne Kurve. Woohoo! Mike, check, check, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 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
Ich will mal an der Stelle sagen, herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal, dieser Swiss Biker. Wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, my first vlog. Wie kommt es eigentlich dazu? Ganz einfach, es ist von euch gewünscht worden, dass ich anfangen soll mit Motovloggen. Und ja, da haben wir es. Gewisse freuen sich natürlich, sagen yeah, endlich! Und andere sagen, shut the fuck up! Ich probiere mal zu vloggen, ich starte das jetzt mal die Saison. Und das wird jetzt kein typischer Vlog werden, wie wenn ihr sonst von anderen Leuten kennt. Das ist so mal, sage jetzt mal, ein Jungfrigs-Vlog von mir. Ja. es ist für mich selber noch sehr komisch, in so einen scheiß Hirn reinzuschwätzen und einfach von sich her zu labern. Aber an das muss ich mich halt gewöhnen. Und ja, schauen wir mal. Fuck my life! God damn! Scheiß Batterie! Holy fuck! Und ich dumme sich habe natürlich keine verfickte Ersatzbatterie dabei. Und ich muss alles nochmal zurück. Wir sind jetzt hier in Talwil, holy f***, und ich muss jetzt alles wieder in die Stadt Zürich. Um nur so eine scheiß verfickte Ersatzbatterie zu holen. Ja, dann machen wir das halt, holy f***. Weil ich brauche meine Frontkamera. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt schnell heim, hol schnell eine zweite Batterie, vielleicht sogar eine dritte. Und dann geht es weiter, das Piss, jeden verfickten Moment. So verdammte Scheiße, jetzt habe ich mich genug ausgeflucht. Alright, see you in a minute. So, ladies and gentlemen, ich glaube, das wird heute leider nichts mehr. Holy ich muss deine verfickte Mutter. Nein. Das ist impossible heute, um irgendetwas Anständiges aufzunehmen. Weil, holy s***, ich brauche gutes Wetter. Dort hinten hat es einen Spot, aber das ist wohl nicht irgendwo, keine Ahnung, im Tessin unten. Schade! Schade, schade. Dann müssen wir es halt auf morgen verschieben. Genau. Okay. Ich würde sagen, ich mache mal da einen Cut. Und dann sehen wir uns morgen noch einmal. See ya! Welcome back, meine Damen und Herren. Neuer Tag, neues Glück und yeah! Woo! Was für Themen wollte ich eigentlich überhaupt ansprechen? Es geht sicher mal allgemein um meinen Kanal, wie es dort weiterläuft, was es dort für Videos wird geben. Was weiterhin bestehen wird, was neu dazukommt. Die Daily Business Serie wird weiterhin bestehen bleiben, aber nicht mehr so wie vorher. Beziehungsweise, wenn ihr meine letzte Daily Business gesehen habt, so in diesem Stil, es wird nicht einfach Video an Video sein und ein kleiner Titel. Es wird ein bisschen mehr sein, mehr aufwendiger. Aber es kommt auch besser an. Oh, by the way, no! 10.000 Follower auf YouTube! Vielen herzlichen Dank, danke, viel mal für die 10.000 Abonnenten. Holy moly, sprachlos. Mehr kann ich nicht dazu sagen, wirklich. Merci vielmal. Ich freue mich auf weitere Abonnenten, ich freue mich auf weitere Videos, wirklich. Das motiviert brutalst. Danke viel mal. Look how beautiful this view is. Ich gebe jetzt euch mal die Möglichkeit, zu mir zu sagen, was ihr gerne würdet sehen. Klar habe ich auch Ideen, aber ich möchte natürlich auch gerne eure Meinung wissen oder hören. Beziehungsweise videomässig. Testfahrten, diverse TÜV-Marken, sei das Kawa, Ducati, Yamaha, Honda.
whatever, wenn ihr Ideen habt, dann schaue ich das mal an. Ich habe unter anderem habe ich noch etwas mit Ducati Schweiz offen. Die haben wir angeboten, TÜV von ihnen zu testen. Welche Marke, welche TÜV, wie, wann, wo, das ist noch offen. Ich denke, da wird es sicher noch etwas geben. Aber eben, wie gesagt, vielleicht möchtet ihr etwas von Yamaha sehen oder was auch immer, dann kann ich das eventuell arrangieren und eine Probefahrt anfordern, mal schauen. Hättet ihr gerne ein Video über mein Equipment, über meine Einstellungen, über das Schneiden, über meine Programme oder was auch immer, ihr seid da wirklich frei. Wenn ihr Ideen habt oder Wünsche habt, dann könnt ihr sie jetzt äußern. Schreibt es unten in die Kommentare und ich würde mir die mal anschauen und je nachdem entsteht dann etwas. Und was sicher auch noch das Thema wird sein, ist die Spanienreise. Wir haben ja das fleissig aufgenommen und wir haben vor, ein Video natürlich noch darüber zu machen. Die Tour ist jetzt nicht bald ein Jahr her und wir haben es wirklich, beziehungsweise ich, bin voll nicht dazugekommen, um irgendetwas zu schneiden. Ja, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind. Ein paar Leute haben schon zwei, drei Mal mich darauf angesprochen, wie es aussieht mit dem Video. Es kommt, das verspreche ich euch, das Video kommt zu 100%. Wann kann ich nicht genau sagen, aber ich werde demnächst wirklich daran arbeiten und etwas daraus machen. Zusammen mit dem XX. Und ja, es wird sicher ein gutes Video, wie immer eigentlich. Aber ihr müsst halt wissen, es ist sehr zeitintensiv, die ganze Arbeit mit dem Schneiden und dem Bearbeiten und alles. Ich arbeite noch nebenbei 100% und alles unter einem Hut zu kriegen, hui, sehr schwierig, aber machbar. Ihr müsst einfach Geduld haben mit mir. Ihr seid nicht bei mir auf dem Kanal für Daily Uploads oder sogar Weekly Uploads, überhaupt nicht. Bei mir ist es halt wirklich so, es wird uploadet, sobald ich dazukomme. Ich probiere natürlich schon für die Zukunft ein bis zwei Videos, ja, ich sage alle drei, vier Wochen. Natürlich mehr wäre besser, aber da ist wieder eben die Zeitfrage. Holy shit, das Ostervideo ist sehr gut angekommen. Ich danke jedem einzelnen von euch, der das Video geteilt hat. Und ja, laut Reaktionen mega gut angekommen. Sogar 20 Minuten hat es geteilt. Es gibt noch ganz viele Kommentare von ausländischen Zuschauern, die sagen, hey, du kannst von Glück reden, dass du in der Schweiz ganz normal in einem Hasenkostüm an kleine Kinder Jockey kannst verteilen, weil in anderen Ländern wird man da sehr komisch angeschaut. Von dem her, ja, cool, hat es euch gefallen. Danke vielmals. Und ja, für nächstes Jahr schauen wir mal, vielleicht ein anderes Konzept, vielleicht eine andere Idee, mal schauen, das ist dann offen, das ist ja, wir haben ja noch Zeit. Und natürlich auch für alle anderen, die kein Kawa-Fan sind. Nur weil ich jetzt Z800 fahre, heisst das nicht, dass ich nur Kawa testen tue. Absolut nicht. Ich habe halt einfach die Möglichkeit, besser und schneller und unkomplizierter an die Testfahrt zu kommen von Kawasaki selber. Also Kawasaki TÜV. Und was sicher noch zustande kommen wird, ist ein ausführliches Review und eine ausführliche Testfahrt von der neuen H2 SX. Ich werde die eine oder anderthalb Wochen haben. Oder vielleicht sogar nur für ein Wochenende mal schauen. Und da werden wir noch mit einfahren, was schön ist und wo ich das Ding wirklich ausprobieren kann. Das ist sicher auch noch etwas, was kommt. Ja, wie gesagt. Wenn ihr Wünsche habt, einfach melden bzw. unten kommentieren. Alright, liebe Leute, es wird Zeit für die Verabschiedung. Ich sage euch danke vielmals fürs Zuschauen und ich freue mich auf eine weitere Folge. Wenn ist noch etwas? Und ja, wir sehen uns bald wieder. Sicher, für 100% hören wir uns bald wieder. Alright, bleibt sitzen! Und schaut, dass er immer schön... Hä? Was gehört? Habt ihr das gerade gehört?